Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der John G.G. Tucker. John G.G. Tucker, genau. Ja, man nennt ihn auch Daniel, ist aber unwichtig jetzt gerade, ist ja wurscht. Ja. Wir haben den 13. Oktober und am 13. Oktober hat Geburtstag Sebastian Fitzek. Ich war ja gar nicht dran, ja. Sebastian Fitzek hat Geburtstag. Genau. Zeige ich mal hier, so sieht er aus. Über den Sebastian Fitzek kann ich noch was erzählen. Pass auf. Erzähl mal. Ich war auf der Leipziger Buchmesse und habe eines meiner Bücher damals vorgestellt auf meinem kleinen hier Stand. Ja, weiß nicht. Nee, das war nicht eins von denen. Nee? Hier, das da hinten. Nimm das mal. Das da, genau. Jackie habe ich vorgestellt damals. Genau. Das habe ich vorgestellt. Wir liegen hier alle rum. Ist ja klar. Guck mal, Jackie habe ich vorgestellt damals. Und das hatte ich war auf meinem Stand. Und Sebastian Fitzek hat ja nebendran seinen Stand gehabt. Okay. Buster Lübbe, ja, das war der Verlag. Und dann kamen die rüber und brauchten Strom für die Band. Weil Sebastian Fitzek hat natürlich mit Band sein Buch vorgestellt. Keinen Strom dabei gehabt? Und die hatten keinen Strom auf dem Stand gehabt. Und dann kamen die zu uns rüber und habe ich dann gesagt, okay, gib her. Und dann habe ich dann bei mir in die Steckdose reingesteckt. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich die ganze Sache torpedieren können und hätte einfach so, während Sebastian Fitzek vorträgt, hätte ich mal einfach nur ziehen müssen. Das wäre geil gewesen. Der hätte sparsam geguckt, oder? Ja, da waren aber so viele Leute da, da hat sich alles gestaut. Sebastian Fitzek, natürlich eine große Nummer in der Branche. Das hat 71 bei mir geworden. haben auch ein paar eine Signatur gekriegt. Und die fanden das Jackie-Buch auch gut. Ja. Aber nicht so viel wie bei Sebastian. Ja, Ja. Aber macht ja nichts. Am 13. Oktober 1974. Ja, in meinem Geburtsjahr ist auch der erste IKEA-Markt in Deutschland eröffnet worden. Ist es wahr? Ja. Warst du schon mal bei IKEA? Manchmal, ja. Ja, ich war auch schon mal da. Meistens kauft man ja irgendwie Gläser und Servietten und Kerzen und so einen Käse. Ja, ist ja so eine Challenge, durch den IKEA durchzugehen, um mal zu gucken und ohne was zu kaufen. Das geht nicht. Ja, irgendwas kauft man ja immer auf diesem langen Weg. Ist ja immer, die machen ja so diese Schlangenlinien. Und wenn es den Hotdog ist beim Rausgehen. Ja. Stimmt, der Hotdog muss immer sein. Kostet ja nur 1 Euro. Obligatorisch, ja. Hab reinschieben. Ja, genau. Genau. Am 13. Oktober ist aber auch noch was. Ja, am 13. Oktober ist noch der Namenstag von Lubentius Eduard. Ja, alle, die jetzt Lubentius und oder Eduard heißen. Ja, alles Gute zum Namenstag. Kennst du Lubentius? Ihr habt alles richtig gemacht, auch wenn es der Name nicht ist, aber sonst habt ihr alles richtig gemacht. Kind, Lubentius. Stell dir doch mal vor, du bist die Mama von einem und Lubentius. Oder bist der Vater und du, das Essen ist fertig. Lubentius, komm, Essen ist fertig. Lubentius, komm her, kriegst auf die Fresse. Wenn du dem diesen Namen zurufst, wenn er außen ist, wird er doch von seinen anderen Kumpels nur noch gedisst. Das ja, versteh halt nicht, wie man Lubentius. Ja. Mann, bei Eduard, okay. Eduard Eddie, geht Eddie, noch. Eddie, ja. Eduard geht, ja. Aber Lubentius. Ja, aber die haben Namenstag. Am 13. Oktober ist auch ein Song Nummer 1 geworden. 4 Wochen lang Nummer 1. Und das war von Europe, The Final Countdown. Kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Hab ich gekauft. The Final Countdown. Ja. Diddle-dee-doo. 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 Egal. Naja, The Final Countdown. Aber es war, glaube ich, der einzige Hit von Europe. Das ist so ein One-Hit-Wonder, ja. Ja. Europe mit Final Countdown und danach, puff, weg waren sie wieder. Ja. Waren das Schweden? Nee. Europe, waren das nicht Schweden? Nee. Könnte ich meinen. Wenn ihr wisst, was das... Ach, gib mir mal so ein Buch her. Guck mal, ich habe eine Idee. Das hier nehmen wir einfach mal. Hier, guck mal hier. Kreisliga-Legende, ja, kriegt ihr, wenn ihr in die Kommentare reinschreibt, aus welchem Land die Band Europe kommt, wenn ihr es richtig macht. Der Erste, der es reinschreibt, der bekommt dieses Buch zugeschickt. Kreisliga-Legende. Nicht von Sebastian Fitzek, sondern ausnahmsweise mal von mir. Ja. Toll, oder? Ja. Kann man auch kaufen übrigens, aber egal. So. Das war der 13. Das war der 13. Oktober. Am 13. Oktober habt ihr jetzt ganz viel gelernt über Sebastian Fitzek und meine Beziehung zu ihm. Lubentius und Eduard. Und über Europe. Mhm. Ja, müsst ihr nochmal recherchieren. Und ich sage bis zum 14. Oktober. Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns.